Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Wie gesagt, gucken wir uns heute mal an, wohin uns dieser Weg hier führt. Es ist nicht so nett anzusehen auf jeden Fall. Anscheinend können die mich aber nicht greifen. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Oh. Ich versuche mal hier durchzurennen. Das ist echt ein bisschen. Hier ist eine Arena. Das ist doch eine Arena, oder? Das ist so groß. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zinmo, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Wieder so einer. Senua, go to her. Answer her pitiful call. The darkness took her life, and it will take. It's taking you. Mother! I need you! Help me! Dear beloved mother was powerless against the darkness when it came for her. She too had a sight
She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? Ist doch noch eine Arena hier. Yeah.
mich doch vorbei. Ui, ich dachte, das hört gar nicht mehr auf. Das Ding ist, im Kampf konnte ich die Kamera nicht wirklich steuern, wie ich wollte. Und ich glaube, wir haben ja ordentlich Probleme mit der Grafik. Es tut mir so leid. Ich ziehe das jetzt aber durch. Ich habe da halt jetzt ein bisschen Hörspiel. Also ich habe die letzten 10 Minuten gekämpft, glaube ich. Er ist nicht passiert. Nicht jetzt. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Warum sagt er, ich soll aufgeben. Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? It's nearly over. Finish it. Warum gehst du jetzt zu dem anderen? Reicht jetzt mit Kämpfen. Schnell weg hier. You both did. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Sinwa. Galena and Sinwa. You are lost. There's nothing you can do. You're dead. Fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimba was right. Everyone will suffer. Zimba is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison.
And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. She gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Okay. Wir gehen jetzt zurück zu dem Tor, würde ich sagen. Und wenn ich nach Helheim komme. Uiuiuiui. Das war actionreich. Ich meine, unsere Stimmen in unserem Kopf sind noch da. Oder wieder. Die haben uns nicht im Stich gelassen. Dann waren diese vier Siegel quasi die vier Prüfungen, die wir jetzt gemacht haben. Das Tor ist jetzt offen. Go away. I'm not listening. War nichts, ne? Also bleibt uns nur hier reinzugehen. Ich überlege aber gerade. Ach komm, wir gehen jetzt noch rein hier. Was passiert? Ja, nicht viel. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rein. But Rein does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rein's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rein's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart,
he turned into a dark creature. A dragon. Nee, wir sind im vorletzten Spielabschnitt, würde ich mal schätzen, wenn ich nach dieser Anzeige hier gehe. Wir haben bis jetzt 4 Runensteine verpasst. Finde ich, ist okay. Ist ein guter Schnitt. Hätte schlimmer aussehen können. Ich würde aber für heute an dieser Stelle hier Schluss machen. Und wir schauen uns dann morgen weiter in Helheim um. Das machen wir. Wir sehen uns sehr gern morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.